Hallo lieber Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kino Olli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch ein etwas größeres Unboxing machen und am Ende des Videos noch eine kleine Information aus der Filmbubble mit euch teilen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr gerne diesen Kanal abonnieren, ein Like da lassen, natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach an mit der Overview der Filme, die ich im Mai geschaut habe. Und es waren wirklich eine Menge. Anfangen möchte ich mit drei Filmen, die ich gestreamt bzw. die ich mir ausgeliehen habe. Da hatten wir zum einen Boudica. Das ist die Geschichte einer englischen oder keltischen Königin, die im Jahre 62 nach Christus natürlich einen Aufstand gegen Rom im damaligen Britannien angezettelt hat. Der Film ist relativ ungenau und auch nicht wirklich toll gedreht, also braucht man sich nicht angucken. Dann hatte ich mir ausgeliehen Talk to Me. Davon war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Es ist etwas anderes, was man erwartet. Hat natürlich auch seine Schwächen, ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber ein guter Film, den man sich anschauen kann. Und zu guter Letzt hatte ich mir auf Empfehlung von Flyversum den Film Sympathy with the Devil mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman angeguckt. Mit einem doch recht überraschenden Ende. Auch jetzt kein Meisterwerk, aber auch ein Film, den man sich vielleicht ein oder zweimal anschauen kann. Gut, kommen wir nun zu den Filmen, die ich diesen Monat geschaut habe und es ist ja nicht gerade wenig. Deswegen machen wir das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Mordnerplan mit Sandra Bullock und Ryan Gosling, ein Thriller, kann man sich nochmal angucken. Dann Enemy Mine, ein Science-Fiction-Film. Ich hatte da schon etwas drüber gesagt in dem Video, was ich hier oben einmal kurz verlinke zu Science-Fiction-Filmen, die in jeder Sammlung vorhanden sein sollten. Dann ein Film, den ich noch nicht kannte bis dahin. Drive Angry mit Nicolas Cage. Cooler, überdrehter Film, zusammen auch mit Amber Heard. Macht wirklich Spaß. Kann man sich öfters anschauen. So, dann Eraser mit dem guten Arnold Schwarzenegger hier im Snapper Case, muss ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. So, dann ging es weiter mit einem Film von Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Ralf Möller spielt mit, Regie Roland Emmerich. Universal Soldier ohne S. Auch hier muss ich glaube ich nicht ganz viel zu sagen. Gut gemachter Actionfilm, ja, was soll's. Dann hatte ich noch einen Film aus dem Paket von Stefan, und zwar White House Down, eine ähnliche Geschichte wie Olympus Has Fallen, hier mit Jamie Foxx und Channing Tatum. Ja, das ist glaube ich die Roland Emmerich Version, kann man sich ganz gut anschauen. Ist aber jetzt auch, wie gesagt, kein Meisterwerk unbedingt. Dann kommen wir allerdings zu einem Meisterwerk, jedenfalls aus dem ersten Teil. Exorzist 1 bis 3 angeschaut und 1 ist wirklich richtig gut, aber dann fällt es doch ab mit 2. 3 finde ich dann wieder etwas besser. Für alle Filmfans, die den Film noch nicht kennen, unbedingt gucken. So, dann kommen wir auch schon in den Bereich, wo es in den 3D-Teil geht. Ihr wisst ja, ich bin 3D-Fan. Und dann gab es als erstes Mad Max 3. Mad Max Fury Road 3D, so wollte ich sagen. Auch da habe ich was so gesagt. Den Film kennt jeder in 3D, eine glatte 1. Dann ging es weiter mit 3D-Film Final Destination 4. Der extra so gedreht worden ist, dass er auch in 3D geschaut werden soll. Das heißt also, da gab es dann ordentlich Effekte. Gut, also
Film kennt wahrscheinlich auch jeder. Das hatte ich auch geschaut. So, dann ging es weiter. Muss ich einmal den nächsten Stapel hier rüberholen. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr mit der Kamera. Gut. Lord of War mit Nicolas Cage. Zwei ukrainische Brüder oder ukrainisch stammende Brüder steigen ganz groß ins Waffengeschäft ein. Wieder ein 3D-Film, Iron Man 3, für mich der schlechteste Teil der Iron Man-Reihe, aber immer noch gut. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal sehen hat er mir noch sogar noch etwas besser gefallen. Es ist gut, dass ich endlich mal hier so den ganzen Stapel weggucken kann, also wegarbeiten kann, den ich gesehen habe. Dann kann ich das ordentlich wieder ins Regal reinpacken. Und dann quasi ein Filmtipp vom Stefan vom Kanal Lasst uns über Filme sprechen. Alcatraz. Ein genialer Gefängnisfilm. Und ab und zu sollte man ja auch einen 3D-Film gucken. Und dann hatten wir Star Trek Into Darkness. Quasi ein Remake-Boot von dem oder vielleicht einem der besten Teile Star Trek 2, der Zorn des Khans, Into Darkness. Dann gab es im Anschluss ein Doppelpack, auch in 3D, aus dem Monsterverse, und zwar Kong Skull Island und Godzilla 3D. Auch über die Filme brauche ich nichts sagen, aber in 3D kommt gerade der gute Kong nochmal eine Nummer schärfer rüber. Dann hatten wir Avengers Age of Ultron, auch hier in 3D. Auch hier brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Da war Marvel noch richtig gut. Es ist vielleicht nicht der beste Avengers-Teil, aber er macht Spaß zu schauen. Dann Guardians of the Galaxy, der erste Teil. Auch da, ne, braucht man nichts. Ein weiterer Roland Emmerich-Film. Das Arche-Noah-Prinzip. Auch zu dem Film hatte ich was gesagt in den Science-Fiction-Filmen, die einem fehlen. Kein Meisterwerk. Schaut euch die Review an, dann wisst ihr, was ich von dem Film halte. So, und damit wir diesen Stapel, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr geschafft, beenden können. Ein Film mit Kurt Russell und Steven Seagal. Einsame Entscheidung. Ein Film mit der Entführung des Senators, ist das, glaube ich, und die Befreiung darüber. Cooler Actionfilm, sollte man auch nicht zu ernst nehmen, aber nett gemacht. Weiter geht's im Karton mit The Crow von Brandon Lee. Den hatte ich mir auf dem Flohmarkt geholt und die Zweitsichtung war weitaus besser wie damals die Erstsichtung im Kino. Also ich kann verstehen, dass viele den Film feiern. Damals in der Erstsichtung konnte ich das nicht so nachvollziehen. Für alle, die den Film noch nicht haben, kaufen, schauen, glücklich sein. So. Dann gab es einen Film, ja, der gute Rainer von Five Miles Out hat mir den in sein Paket reingeguckt und das war der letzte Film, den ich noch nicht gesehen habe, weil ich da mich immer ein bisschen vorgesträubt habe. Suspiria, das Remake. Es ist knapp 3 Stunden. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer und zieht sich auch ein bisschen. Ich muss dem Film noch eine zweite Chance geben, um ihn abschließend wirklich zu bewerten. Also es ist, muss man auch die Muße und die Stimmung für haben. Ist kein Film zum Vorbeigehen, einfach mal reinlegen. Glaube ich, in Deutschland gedreht, also in Berlin oder sowas. Mia Goth spielt mit und Tilda Swinton.
Dakota Johnson, ja. Bis jetzt war das Beste an dem Film halt das Mediabook. Und wer Crow 1 sieht, sollte auch Crow 2 sehen. Die Rache der Krähe, quasi eine Fortsetzung mit einer ähnlichen Geschichte, allerdings ohne Brandon Lee. Er hat mir am Schluss ein bisschen weniger gefallen, ansonsten ist das Dumme, es wiederholt sich alles relativ schnell. Gut. Kann man sich aber noch anschauen. Dann gab es etwas Kriegsfilme, gab es etwas über Krieg, und zwar über die Windtalkers. Das waren sogenannte Codespeaker, die Navajos hatten im Zweiten Weltkrieg, oder andersrum, um die Invasion der Amerikaner im Südpazifik auf die japanischen Inseln ein bisschen geheim zu halten, hat man einen Code benutzt. Die Codes, die man damals alle hatten, hatten die Japaner relativ schnell geknackt. Dann sind die Amerikaner auf die Idee gekommen, Navajo-Indianer zu benutzen und auf deren Sprache einen Code zu entwickeln. Den konnten die Japaner leider nicht knacken, weil es keinen gab, der da irgendwas mit der Sprache anfangen konnte. Darum geht es eigentlich kurz hier. Nicolas Cage spielt ja mit dem Film von John Woo. Wirklich ein cooler Kriegsfilm. Und dann ein Film aus dem Vietnamkrieg um den Hügel. Jetzt muss ich gucken, der hat auch eine Bezeichnung gehabt. Kann ich dir nicht sagen, wie der Hügel mehr hieß. Hügel 937. Der sollte von der 101. amerikanischen Luftlandedivision oder einer Brigade der 101. Luftlandedivision eingenommen werden. Die Amerikaner gingen bei ihrer Aufklärung davon aus, dass dort zum Beispiel keine schwere Artillerie ist und weil das Gebiet relativ unzugänglich ist, sollte das relativ einfach sein. Das wurde es nicht. Es sind da einige Leute gestorben, und aufgrund der Tatsache, dass die Leute da regelrichtig abgeschlachtet worden sind, also so viel waren es jetzt natürlich auch nicht, aber es war schon ein blutiges Spektakel, wurde der Hügel dann Hamburger Hill getauft. Was hier interessant ist, ist auch die Tatsache, dass man darauf eingeht, wie in Amerika die Sache mit dem Vietnamkrieg zu der Zeit gesehen wird. Also es ist nicht nur ein reiner Action-Spektakelfilm, also thematisch ist der echt gut, also kann ich nur empfehlen. Also klar, jetzt sagt man, oh, Platoon und Apocalypse Now, Full Metal Jacket, aber so richtig weit dahinter ist der auch nicht. Also, Hamburger Hill. Dann ein weiterer Kriegsfilm, der auf einer wahren Begebenheit basiert. Und zwar im Jahre 1863 gab es in einer kleinen Stadt Entscheidungsschlacht ist schwer zu sagen, aber eine Schlacht, die die Wendung in dem Krieg, im Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten lieferte. Gettysburg. Grandios gespielt mit Tom Berenger, Jeff Daniels, Martin Sheen und zig anderen Darstellern. Hier wird einmal wirklich aufgelistet, wie es dazu gekommen ist, dass Lee quasi das Ganze verloren hat. Aber auch wie die Beziehung zwischen ehemaligen Freunden sich entwickelt hat. Also, wir müssen wissen, das war ja ein Bürgerkrieg, und vor Beginn des Bürgerkriegs waren viele Nordstaatler und Südstaatler ja auch zusammen in der Armee und waren Freunde geworden. Das wird hier auch noch einmal thematisiert. Das ist sehr gut gemacht, und einziger Nachteil ist, das Ganze wird ein bisschen aus der Seiten der Südstaatler gezeigt. So ein bisschen, ja. Ansonsten, wer sich für sowas interessiert, also das ist jetzt kein Western, das ist jetzt wirklich ein Kriegsfilm, und so ein bisschen über Kriegstaktiken oder sowas interessiert, und einfach mal schauen. Dann hatte ich mir einen Film geholt, Hostel, kennt auch jeder. Das war jetzt meine Zweitsichtung, und ich muss sagen, mir gefällt Hostel 2 am Ende etwas besser, weil er halt so eine coole Wendung hat. Ansonsten ist das relativ blutig.
Relativ vorhersehbar allerdings auch. Und das macht den Film nicht wirklich spannend oder sowas, ne? Also gerade bei einer Zweitsichtung ist da schon so ein bisschen was raus. Ja, jetzt kann man sagen, da sind ja tolle Szenen drin, wie die Leute auseinandergenommen werden. Das macht ja den Film nicht gut. Gut, Hostel 2. Dann hatte ich ja auch auf dem Flohmarkt einen Film gefunden, zu dem ich ja auch etwas gemacht habe. Sado. Stoß das Tor zur Hölle auf. Der Film war 40 Jahre lang beschlagnahmt, ist jetzt runter vom Index. Damals einer der härtesten Filme, der rausgekommen ist, mit ein paar ekligen Szenen. Ich fand eine Szene doch auch extrem eklig. Allerdings hatte die nichts mit dem Töten von Menschen zu tun, aber sei es drum. Gerade für die Jüngeren von euch, die den Film noch nicht kennen, könnt ihr euch ruhig mal angucken. Auch in den 80ern oder gerade in den Anfang der 80ern hat man doch auch sehr gute Filme gemacht, wo es dann auch ein bisschen blutiger wurde. Die Effekte sind auch toll gemacht. Und hier einmal in der, ich glaube, Tinbox nennt sich das, mit dem 3D-Cover. Sado. Dann hatte ich noch einen Film geschaut, natürlich. Ja, ich habe noch mehr geschaut, den ich mir auf dem Flohmarkt geholt habe. War das auf dem Flohmarkt? Ja. Death Proof von. Ist das Quentin Tarantino oder ist das Rodriguez? Einer von den beiden, ne? Ein echter Tarantino. Ja, ein Grindhouse-Film. Also quasi sind es, ja, ein Film, der in zwei Teile unterteilt ist. Ein Stuntman rächt sich immer an eine Gruppe Frauen. Typischer Tarantino halt, ein bisschen Action, ein bisschen übertriebene Action, ein bisschen übertrieben dumme Dialoge. Ja. Kommen wir nun zu dem letzten Stapel von den Filmen, die ich im Mai gesehen habe. Und da fangen wir an mit einem wirklich guten Film. Ich hatte mir den Film im Steelbooks auf dem Flohmarkt geholt und habe mir deswegen gedacht, schaust du den nochmal an? Das Ding von John Carpenter. Auch hier muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Viele halten den für einen der besten Horrorfilme. Ich muss fairerweise sagen, so als Sci-Fi-Horrorfilm ist er ein gutes Stück doch hinter Alien. Alien ist noch weitaus beklemmender. Hier ist ja das Ganze auch eingefangen, aber nicht so extrem. Aber trotzdem ein wirklich toller Film. Das Ding aus einer anderen Welt mit John Carpenter. Dass der damals an den Kinokassen gefloppt ist, ist natürlich aus heutiger Sicht fast gar nicht zu verstehen. Dann ein Film mit Bruce Willis. Last Boy Scout in der ungeschnittenen Version. Es gibt da, ich habe den auch noch in der geschnittenen Version in dem Snapper Case. Aber hier ist er halt uncut und auch zu dem Film brauche ich nicht sagen, das war noch richtig gute Action mit dem guten Bruce Willis und Daumen hoch. Es geht weiter mit einem Film, der, nein, mit einem Film aus einer Reihe, wo es dann so in letzter Zeit so ein paar Diskussionen drüber gab. Jurassic World Teil 6 oder Jurassic Park Teil 6, also der sechste Teil dieses Franchises, Dominion, hier mit dem englischen Cover, Besonderheit, 3D mit 3D-Atmoston. Ich hatte da schon was so gesagt. Über den Film kann man streiten, aber die Umsetzung in 3D und in Atmos ist wirklich top. Er ist Teil einer Collection-Serie, wo es bis jetzt drei Teile von gibt. Es soll auch noch mehrere Teile von geben. Ein Thriller mit Richard Gere und Edward Norton. Zwielicht. Es geht um den Mord eines Geistlichen in Boston, oder Chicago. Und Richard Gere übernimmt die Verteidigung dieser Person nicht ganz uneigennützig, weil dieser Mann gerne im Rampenlicht steht. Und die Verhandlung entwickelt sich ja, ein bisschen nicht so, wie man das gewünscht hat. Kann man gut gucken.
Ist relativ spannend erzählt und mit einem überraschenden Ende. Nicht ganz überraschend, aber es passt schon so, wie es ist. Der nächste Film war für mich persönlich das Highlight, weil ich den bis dahin wirklich noch nicht kannte, sondern nur Ausschnitte im Fernsehen gesehen habe. Es geht um einen Film mit Guy Pearce und Maggie Grace. Lock Out. Ich muss sagen, das war wirklich das Highlight. Coole Sprüche. Also der Film hätte eigentlich auch in den 80er spielen können. Also passte wie Faust aufs Auge, macht wirklich Spaß und wird definitiv noch 1, 2, 12, 20 Mal in den Player wandern. Lock Out. Der nächste Film ist auch ein Flohmarktfund, mit dem ich so gar nichts anfangen konnte, bis ich den gesehen habe. Halo Nightfall. Lassen wir mal den Titel weg. Es ist ein Science-Fiction-Action-Film, der so ein bisschen in das Halo-Universum wohl reinläuft. Wie gesagt, lass Halo mal weg, dann kann man sich den Film eigentlich relativ gut angucken, aber kein Meisterwerk und auch keiner, der einem lange im Gedächtnis bleibt. Mal so für zwischendurch geht der. Ist relativ kurzweilig. Die Story ist kurzweilig erzählt, ist ein bisschen Action drinne. Das heißt, ein bisschen ist gut, also ist relativ viel Action drinne. Und ein bisschen, ja, so ein Tamtam natürlich auch wieder. Aber Halo, Nightfall. Wir nähern uns dem Ende. Ein Film mit dem guten Anthony Hopkins und Ryan Gosling. Anthony Hopkins spielt hier einen, ja, ist das so ein Luftfahrtsingenieur, der einen Mord an seine Frau plant und durchführt oder fast durchführt. Und Ryan Gosling spielt hier einen Staatsanwalt, der kurz davor ist, zu wechseln in den privaten Sektor als Rechtsanwalt, um richtig Geld zu machen. Und das ist sein letzter Fall. Grandios inszeniert. Tolle Spannung in dem Film und zeigt auch so ein bisschen die Tücken des Rechtssystems auf. Und was soll ich sagen? Schaut euch den an, wenn ihr auf Thriller steht. Das perfekte Verbrechen. Kommen wir nun fast zum Abschluss oder zum Abschluss und die letzten beiden Filme sind beides Sci-Fi-Filme. Der eine Silent Running, das ist der englische Titel, der deutsche Titel lautet Lautlos im Weltraum. Ein Film aus dem Jahre 1972, der auch ein bisschen die Ökokrise, ja, mit im Thema hat. Zu diesem Film wird es noch etwas mehr geben in einem Video, was demnächst wieder rauskommt, und zwar der zweite Teil von den 10 Science-Fiction-Filmen, die einmal noch fehlen. Der kommt auf alle vor. Wie gesagt, das ist die englische Version, aber es ist die internationale Disc drin, das heißt natürlich auch mit der deutschen Tonspur. Ich denke mal, Science-Fiction-Films kennen den Film. Für alle anderen müsst ihr gucken. Es könnte sein, dass ihr euch von der Erzählweise vielleicht ein bisschen zu langsam ist. Aber so. Manche Filme sind auch langsam erzählt und trotzdem gut. Also, Lautlos im Weltraum. Abschluss dieses Overviews bildet ein Film, der mit zum Star Wars-Universum gehört und quasi die Vorgeschichte zu Episode 4 erzählt. Rogue One. Auch hier wurde wurde die 3D-Version geschaut. Ist jetzt kein Must-Have in 3D, aber es gibt dem Film auch eine gewisse Tiefe und sowas alles. Macht schon Spaß. Ich halte Rogue One für den viertbesten Film des ganzen Franchises. Und persönlich ist der endlich mal ein Film, der auch Krieg beinhaltet. Das heißt mal, Krieg der Sterne heißt die Serie, aber so richtig Krieg ist da eigentlich immer nur so. Ne? Hier ist es auch ein bisschen schmutzig, ein bisschen dreckig und hier wird auch gezeigt, dass die Rebellen nicht unbedingt nur die Guten sind. Ne? Also Rogue One. So, das war's mit meiner Overview und wer mitgezählt hat, wird gesehen haben,
oder gerechnet haben, dass es gut 40 Filme waren. Kommen wir nun noch zu dieser kleinen Information über die Filmbubble. Es gibt mal wieder etwas Trouble in the Bubble, würde ich sagen. Nachdem es ja wirklich relativ ruhig war, ist jetzt wieder so ein bisschen was aufgekommen. Irgendwo, ich weiß nicht, ob der Auslöser irgendwas auf der Messe Neuss war. Ich war nicht auf der Messe Neuss. Ich habe das nur in einem Reactor-Video mitgekriegt, dass es da wohl ja irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen diversen Personen gab. Diesmal gab es allerdings keine Androhung von Schläge oder Rausziehen vom Auto oder sowas. Ich kann es auch nur so wiedergeben, was passiert ist. Fangen wir mal chronologisch an. Also gehört habe ich von der ganzen Sache in einem Video von dem guten Keep It Real, der eine Reaction über Monitor machen wollte oder gemacht hat. Und hat dann auch ein paar Screenshots und Videos gezeigt, wo sie sich dann unter anderem ja über den Filmfreak Marcel geäußert hat in einem Live-Chat von Analytics, wo dann auch der gute Entis Durcheinandi, glaube ich, heißt der, und Kai, ich glaube, Filmfan 2.0 oder sowas, da drinnen waren und sich so ein bisschen über ihn lustig gemacht haben. Ja, müsste man vielleicht jetzt nicht ganz so groß aufhängen, ist auch völlig egal. Und dann ist wohl irgendwo das Thema aufgepoppt, dass es auf der Filmbörse Neuss ja einen für manche einen Vorfall, der den Frieden der westlichen Welt bedeutet, für andere wahrscheinlich nur eine Randnotiz. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, ich kann es euch nicht sagen, was genau abgelaufen ist. Die eine Seite behauptet, der gute Andi wollte den Filmfreak Marcel dazu bringen, Autogrammkarten zu unterschreiben. Die andere Seite behauptet, der gute Andi wollte Marcel einfach nur grüßen. Was richtig ist, kann ich euch nicht sagen, ich war nicht dabei. Das Ganze hat sich dann jetzt so ein bisschen aufgeplustert und es gab dann in dem ja unter in den Kommentaren von dem Video von Keep It Real so eine ja kleines Gemetzel oder sowas, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, aber so jeder hat seine Seite oder seine Sichtweise kundgetan und ich kann halt nicht sagen und es ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt Wumpe, wer da was gemacht hat, aber es ist halt nur wieder doof, dass jetzt wieder so ein bisschen Unruhe da reinkommt und das Ganze wieder ja etwas größer gemacht wird, wie es ist. Die üblichen Beteiligten, beziehungsweise diesmal ist Timo nicht der Beteiligte, diesmal geht es um andere Personen, die da mit drin sind. Ihr könnt euch da alles durchlesen bei dem Keep It Real. Ich werde das einmal verlinken. Ihr dürft euch alle da eure eigene Meinung zu bilden. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass da jetzt Personen mit reingezogen sind, die eigentlich wenig damit zu tun haben. Also jetzt wirft man Analytics Studios noch vor, dass er in seinem Livestream nicht durchgegriffen hat, weil man da Marcel angegriffen hat oder sich lustig drüber gemacht hat. Aber ist das jetzt ein Grund, da auch ihn da irgendwo mit reinzuziehen? Ich weiß es nicht. Also es ist in meinen Augen albern. Also, ihr kennt den Spruch von mir, mir ist das egal, wer mit wem ins Bett geht, lass die Leute doch einfach machen, ehrlich. Also, jeder hat irgendwelche Seilschaften, zu denen er sich eher hingezogen fühlt, aber da jetzt hier so ein Fass aufzumachen, also, wurde schon wieder, weiß ich nicht, gedroht, da Reaction auf die einzelnen Kanäle zu machen, also, ich glaube nicht, dass das einfach so sein soll. Also vor allen Dingen ändern sich ja die Sichtweisen ständig mit den Positionen, wo man da drauf schaut. Also vor 4-5 Monaten waren die Sichtweisen der beteiligten Personen dann auch ganz anders und jetzt dreht sich das quasi um 180 Grad. Ja, gut, das wollte ich euch einmal nur mal kurz so in den Raum werfen.
Wenn ihr irgendwo wieder mitkriegt, dass es da in den Kommentaren unter diversen Videos irgendwelche komischen Sachen gibt, damit ihr so ein bisschen im Bilde seid, lasst euch davon nicht beeinflussen, macht weiterhin euer Ding. Es ist euer YouTube und lasst euch da nicht von anderen Leuten irgendwie beeinflussen, egal wer das auch ist. Ja, so, ich hoffe, ich habe euch mit dem Schluss nicht zu viel Spaß vom Tag genommen oder zu viel Spaß genommen von YouTube zu machen. Die Film-Community besteht nicht nur aus den Sachen, wo immer ein bisschen was passiert. Die ist eigentlich viel, 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 viel größer und da gibt es auch Bereiche, wo es weitaus weniger Trouble in the Bubble gibt. Wenn man sich da drinnen bewegt, macht das eigentlich auch viel, viel mehr Spaß. Ja, so kommen wir schon fast zum Abschluss. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne den Daumen nach oben machen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie eure Auswahl so gewesen ist an Filmen, die ihr geschaut habt. Ihr seht, ich habe ein bisschen mehr geschaut. Ich glaube, es wird auch ein bisschen weniger, aber ich hatte ja auch den Stapel der Hügel, den Stapel der Schande vor Augen und habe den jetzt so ein bisschen weggebaut gehabt damit. Jetzt ist natürlich wieder ordentlich was nachgekommen. Ich denke aber, im Juni wird es weniger werden. A, haben wir einfach definitiv weniger Feiertage. Ich habe nachgeguckt, es gibt keinen. Von daher fehlt einem so ein bisschen noch die Zeit, in der Woche mal so ein, zwei Filme zu schauen. Gut, das war es jetzt aber an diesem ja, Samstag. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber ihr kennt das ja. Lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film, mäht noch den Rasen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ciao!